Bewusstsein, Gott, Numenon, die Totalität, das Absolute, Energie, der Urgrund, die Quelle oder wie immer du es auch nennen magst, ist kein Objekt, aber uns näher als der Atem. Es ist der Urgrund, auf dem der Traum des Lebens aufgebaut ist. Es ist das Fundament, ohne den Leben nicht sein kann. Wenn uns das Bewusstsein im Sterben verlässt, müssen wir rasch entsorgt werden, weil sonst der Körper zu stinken beginnt. Das Bewusstsein ist wie der Strom, ohne dem Küchengeräte nicht funktionieren. Unser Körperverstandorganismus hat ohne Bewusstsein keine eigene Existenz. Er funktioniert nur als Interpretationsorgan für das Bewusstsein oder meinetwegen Gott, welches durch die körperliche Erscheinung Begrenzungen erfahren kann. Als Bewusstsein in Ruhe ist es totale Glückseligkeit. Es muss klar verstanden werden, dass es keine persönlichen Menschen gibt, sondern nur das unpersönliche Bewusstsein. Einmal in Ruhe und einmal in Bewegung. Bewusstsein ist die formlose Leere, aus der die Fülle der gesamten Manifestation aufsteigt und wieder in ihr verschwindet, so wie die Wellen des Meeres sich erheben und wieder ins Meer zurückfallen. Enjoy the Lila.